Hey, hey, ihr Lieben da draußen. Lang haben wir nichts von uns hören lassen und eigentlich hat man auch nicht so viel Lust, heute was zu sagen, aber es ist ja nie der richtige Zeitpunkt, um mal wieder ein Update rauszugeben. Und ja, wir wollen halt einfach mal ein bisschen erzählen, was wir die letzten Monate so erlebt haben, wie sich unser Leben entwickelt hat und was wir erfahren haben auf unserer Reise, die nicht aufgehört hat. Genau, hallo auch von meiner Seite. Schön, dass ihr immer noch dabei seid oder zum ersten Mal vielleicht. Wie Martin schon gesagt hat, haben wir beide heute gemerkt, dass wir eigentlich keine Lust haben, dieses Video aufzunehmen, was wir uns schon so lange vornehmen. Aber es war diese altbekannte Stimme, die man eigentlich inzwischen schon gut kennt. Die sagt, oh nee, heute nicht, vielleicht morgen. Irgendwie fühlt es sich nicht so stimmig an. Und das haben wir eigentlich gleich heute Morgen gemerkt. Und zwar waren wir mit Robert beim Eisbaden vorne an dem Waldsee. Und Robert spielt auch eine besondere Rolle. Und zu dem sagen wir aber später noch was. Es ist gerade auch ein besonderer Moment, eine besondere Zeit. Und deswegen wollten wir das Video jetzt aufnehmen, weil wir vor 2 Jahren hier schon mal saßen und das letzte Video aufgenommen haben. Und in der Zeit danach ist was Besonderes passiert. Und zwar saß ich in meinem Bus auf dem Grundstück vor dem brennenden Holzofen und habe gemerkt, dass ich nach Ägypten reisen möchte. Urlaub mit mir selbst für 2 bis 3 Wochen. Ich war total überrascht über diese innere Stimme, weil es mir hier eigentlich richtig gut ging und ich total gerne hier war. Und diese Stimme wurde aber immer lauter und über die Jahre wurde ich einfach immer besser darauf, auf mein Herz zu hören und bin dann einfach dieser Stimme gefolgt. War dann dort über Weihnachten, über Neujahr und habe dann gemerkt, dass ich gerne noch länger dort bleiben möchte. Und dann wurden auch die Klausuren online umgestellt. Das heißt, ich konnte von der kleinen Wüstenstadt am Rotmeer in Ägypten weiter Medizin studieren. Und dann war es so, dass ich gemerkt hatte, ich möchte noch länger dort bleiben und zwar auch alleine. Und das war ziemlich heavy für uns beide, ja. Also total überraschend. Also für dich war es heftig, für mich, ja. Möchtest du vielleicht sagen, ja, Ich saß, ich sag mal, hier viele Wochen lang und war sehr betrübt über mein Leben, dass die Frau, die ich liebe, jetzt woanders sein möchte. Mhm. Und bin da wirklich meinen tiefsten Schmerzen begegnet. Und dann haben wir uns auch irgendwie entschieden, dass wir es jetzt nicht mehr Beziehung nennen. Mhm. Und dass wir uns wirklich loslösen nach unserer Reise, nach den Filmen, nach 4, 5 Jahren Beziehung, mhm, fast. Und das hat mich wirklich aus der Bahn geworfen und jetzt, von jetziger Sicht aus muss ich sagen, das war meine persönliche Befreiung. Also ich, egal wie oft ich in meinem Kopf auf dich geschimpft habe früher, jetzt bin ich total dankbar dafür, weil so konnte ich wirklich mich meinen Thematiken stellen und habe mich dann einfach auch gefragt, okay, was ist an mir, dass Beziehungen für mich nicht so funktionieren, wie ich das mir eigentlich vorstelle. Also oberflächlich ja, die Frau fürs Leben und das sieht so und so aus, aber in der Tiefe war ich nie wirklich so zufrieden mit mir, mit uns. Es war immer irgendwas, mhm, und ich habe auch so viel gemacht, also Filme gemacht, Grundstück, Sachen gepflanzt, den Bauwagen hier gebaut, auch mit Freunden. Und es war einfach, ich habe irgendwann gemerkt, ich komme nicht zur Ruhe und dann warst du weg und das war der erste Moment in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann nicht mehr weitermachen. Mhm. Ich bleibe einfach stehen und ich glaube, das war auch so ein Zeitpunkt, wo ich dann mehr und mehr zu meiner inneren Ruhe gekommen bin. Und es hat lange gedauert, auch mich, ja, da rein zu entspannen. Und ich merke, während ich rede, da ist immer noch ein Schmerz, so, wenn ich mich dran erinnere. Und jetzt weiß ich einfach, okay, der gehört zu mir. So, Leben kommt, Leben geht, Beziehungen verändern sich. Das hat mir damals in unserem ersten Filmteil schon gesagt. Und für mich stellt sich grundlegend die Frage, was ist überhaupt Liebe? So. Ich meine, man kann es noch tiefer sehen, was ist Leben überhaupt? Hier sitzen 2 Individuen, aber ich in der Tiefe glaube ich nicht, dass das 2 Individuen sind. Das ist schwer zu erklären.
weiß ich, dass ich so viel innerlich in mir rausgefunden habe, so über kollektives Bewusstsein, über traumatische Erlebnisse in der Kindheit, die mein Leben immer noch bis ins Heute gestalten. Wir sind Weggefährten und wir lieben uns auf eine ganz tiefe und ähnliche Art, auch wenn sich die Beziehung verändert hat. Und das ist irgendwie erleichternd und schön, mit dir hier zu sitzen und irgendwann auch den dritten Film teilzumachen. Irgendwann. Und für mich in der gleichen Zeit in Ägypten war es so, dass ich einfach gemerkt habe, ich möchte mich außerhalb von dieser Beziehung noch erfahren und wissen, wie es einfach nur ist, mit mir zu sein. Das Besondere in Ägypten war, dass ich ein paar Dinge kennengelernt habe, die tatsächlich mein Leben verändert haben. Eine Sache war das Freitauchen, also Freediving. Das heißt, tauchen mit einem Atemzug. Und es ist so besonders, sich darin zu erfahren, weil was passiert, wenn man in einem anderen Element nicht mal mehr den Atem hat? Und dann merkt man sehr deutlich, was in dem Verstand vorgeht. Er hat ein ganz anderes Körpergefühl. Und das Ziel von dem Freitauchen ist, sich tiefer und tiefer zu entspannen in der Intensität. Und das heißt, dass man beim Freitauchen erfährt, kann man einfach perfekt auch aufs Leben übertragen. Und das war wirklich fast schon therapeutisch. Früher sind wir irgendwie durch die Wüste gefahren, jetzt ist das auf einer anderen Ebene, findet es statt. Mhm. So, man stellt sich seiner Angst. Weil du hast mir über das Freitauchen auch erzählt, oh wow, da kommt der Atemreflex und dann, oh mein Gott, du musst atmen. Nee, musst du nicht. Mhm. So, und heute früh beim Eisbaden genauso. Eigentlich tut das kalte Wasser richtig weh. Es tut richtig weh. Und dann zu merken, warte mal, ich kann mich da rein entspannen. So, und dann ist der Schmerz nur noch ein Gefühl, aber ich leide nicht mehr drunter. Eine Wahrnehmung. Ja, genau. So, das, so was ist Wahrnehmung und so. Es sind so viele innere Thematiken, sich der Angst zu stellen, die uns vom Leben abhält. Oder von der Freiheit. Ja. Ja, wow. Kann man auf so vielen verschiedenen Ebenen machen. Was dann noch ein wesentlicher Punkt war, dass ich was kennengelernt habe, das Breathwork heißt. Und zwar bin ich in ein Yoga-Studio dort gegangen und habe bei einem Workshop mitgemacht, der eben Breathwork hieß, Conscious Connected Breathing oder Circular Breathing. Also man eliminiert sozusagen die Pause zwischen dem Ein- und der Ein- und Ausatmung. Und dann passieren ganz viele verschiedene physiologische Vorgänge im Körper und im Gehirn, was zu erweiterten Bewusstseinszuständen führt, die in England zum Beispiel auch schon als Traumatherapiemethode offiziell anerkannt wird und unendlich kraftvoll ist. Und als ich dort war, in dieser Stunde, habe ich gemerkt, dass das der Grund war, weshalb ich nach Ägypten gereist bin. Also es war so, als hätte irgendwie mein Herz es schon vorher gewusst, für meinen Verstand hat es keinerlei Sinn ergeben. Und als ich dann dort war, hat auch mein Verstand gemerkt, ah okay, deswegen. Weil das war praktisch wie so ein Puzzlestück, das in meinem Leben gefehlt hat, ohne dass ich überhaupt wusste, dass es gefehlt hat. Was dann passiert ist, dass ich mich mit demjenigen, der es angeboten hat, gut angefreundet habe und er hat mir ganz viel erklärt darüber. Ich habe mich darin ausbilden lassen und wir haben zusammen in ganz Ägypten viele Workshops darüber angeboten, mehrere Retreats am Nil unterrichtet. Was passiert denn da? Ich meine, was ist da, zu welchen Emotionen stößt man da? Was du sagst, Trauma können dabei aufgelöst werden? Was währenddessen passiert ist, dass durch eine veränderte Dynamik im Gehirn, dass der denkende Verstand, der rationale Verstand, der ganz viel kategorisiert, ganz viel unterdrückt auch, dass der sozusagen beiseite tritt und dass das darunterliegende, unser Unterbewusstsein, mehr Raum bekommt. Und wir sind zu ungefähr 95% Unterbewusstsein. Und unser Körper ist einfach wie so ein Archiv von allen Erfahrungen in unserem Leben, die wir gesammelt haben. Ganz, ganz viel unterdrückt auch. Dadurch, dass wir zum Beispiel in den Momenten nicht die Kapazität hatten, was Bestimmtes zu verarbeiten. Oder ja, es uns überfordert hat und wir Dinge einfach unterdrückt haben. Oder zum Beispiel in so einem Freeze-Mode waren.
das hat einschneidende Auswirkungen darauf, wie wir unser Leben leben. Viele Menschen sagen, sie spüren sich gar nicht so richtig oder sich gar nicht so richtig lebendig fühlen. Und auch die Rate an mentalen Erkrankungen, an Depressionen, an Schlafstörungen, an Angststörungen, Panik, an Bluthochdruck und so weiter, das sind alles Auswirkungen von einem dysregulierten Nervensystem. Ja. Und das ist eigentlich eins meiner Lieblingswörter. Jetzt stelle man sich vor, wir leben in einer Gesellschaft, die normal scheint, die aber eigentlich vollkommen traumatisiert ist und dass die meisten Sachen, die die Menschen hier draußen machen, auf einem Trauma basieren, auf unterdrückten Emotionen. Wenn 99% der Schüler 10 Jahre lang, 9, 10, 12, 13 Jahre auf einer Schulbank sitzen müssen, das ist ja für ein Kind was komplett Einengendes. Man wird in eine Box gepresst. Die wenigsten Kinder können wirklich ihre Emotionen voll ausleben. Mir wurde zum Beispiel immer gesagt, ich bin zu laut, ich bin zu viel, ich zapple zu viel. Ja, das kommt halt auch davon, wenn man 8 Stunden am Tag auf einem Stuhl gefesselt ist und ich sag mal, die ganze Zeit in einem gelähmten Zustand verbringt, weil man kann sich ja nicht wehren. Als Kind sich wehren, heißt dann wieder eins auf den Deckel bekommen. Mhm. Und das führt dann irgendwie zu einer Art von, oh, ich bin nicht geliebt, die Welt ist ein unsicherer Ort. Ich habe Angst, hier draußen mein Ding zu machen, weil ich kann mich nicht frei ausleben. Diese inneren Ängste, das hat mich mein ganzes Leben lang beeinflusst. Auch wenn das äußerlich immer so stabil und stark erschienen ist, so wie wir durch die Welt auch gereist sind und dass ich am Auto schraube oder was weiß ich. Da waren ganz viele Mechanismen in meinem Werk, ja, wo ich mich selber noch eingeschränkt habe und eingeschränkt gefühlt habe. Die nicht mehr ich gemerkt habe. Die hast noch nicht mal du gemerkt, ja. Oder ich habe es schon gemerkt, aber das war alles ziemlich unterbewusst. Ja. Und, durch diese Atemtechnik immer auch gehalten von einer Person. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man jemanden hat, dem man vertraut, der einen sicheren, klaren Raum halten kann, der traumainformiert arbeitet und so, ist es in gleicher Weise, dass man eben die gesamte, sag ich mal, Klaviatur der Emotionen durchleben kann. Also auch unglaubliche Freude, losgelöste Ekstase, maximale Lebendigkeit, aber dann auch Wut und Angst und also das, wie man meistens aus so einer Session rausgeht, ist einfach lebendiger, mehr man selbst. Das ist, glaube ich, das größte Geschenk, was man sich selber machen kann. Sich von diesen Dingen, von diesen Konditionierungen zu befreien, die man eigentlich gar nicht ist. In der Zeit in Ägypten habe ich tatsächlich mit über 300 Leuten dann zusammengearbeitet, in Gruppen oder auch in Einzelsessions. Der Atem ist was so unglaublich Besonderes, weil er einfach einen direkten Einfluss auf das Nervensystem hat und andersrum. Das heißt, durch bestimmte Atemtechniken kann man sein Nervensystem so beeinflussen, dass man zum Beispiel einen ruhigeren, entspannten Zustand erreicht oder ein bisschen mehr energetisierend. Und wenn man praktisch diese Stellschrauben lernt einzustellen oder sich dadurch selber versteht, hat man einfach einen wesentlichen Einfluss auf seine eigene Wahrnehmung und dadurch Realität. Und mein Leben hat es verändert und ich habe so große Lust, diese beiden Bereiche von Wissenschaft und, ich sag mal, Spiritualität, da muss man eigentlich immer sagen, was es für einen bedeutet. Das heißt einfach, dass es noch mehr gibt in diesem Leben als dieser denkende Verstand, diese beiden Bereiche zu bridgen und das auch in die Medizin zu bringen. Ja, immer und immer mehr zu einem regulierten Nervensystem, was nicht so überstimuliert ist, weil es eine Auswirkung auf alles hat, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir uns fühlen. Und es ist so, so simpel und doch nicht einfach, aber lohnenswert. Ja, das macht gerade so eine Freude in mir, wenn du das erzählst, weil du strahlst dabei. Ich möchte bloß dieses eine anfügen, dass der Atem an sich die Grundlage des Lebens ist. Mhm. Und ich glaube, bis vor 2, 3 Jahren habe ich nicht einen Atemzug am Tag bewusst genommen. So, ich weiß, wenn ich am Rechner sitze und einen Film schneide, bin ich ganz schnell so fokussiert und ich merke, mein Nervensystem spannt sich an. Ich gucke auf diesen kleinen Bildschirm,
ich will schnell durchkommen, ich will schnell wieder in die Natur, ich will schnell fertig werden. Mhm. Und ich habe früher tausende Stunden an Filmen geschnitten, ebenso wie ich an irgendwelchen Autos gebaut habe. Und dieser Atem als verbindendes Element bringt mich jetzt immer wieder einfach in dieses Hier und Jetzt. Einfach mal diesen ganzen Druck rauslassen. Ja, es ist, du hast mich damit auch angesteckt und da bin ich jetzt auch sehr dabei, immer bewusster zu atmen, um damit mein Nervensystem zu regulieren, weil mein Körper hat auch so einige Einschränkungen von Geburt an, wo ich merke, so, der Atem ist die Grundlage aller Gesundheit. Man braucht dann vielleicht auch keine Depressionsmedikamente mehr, man braucht keine Bluthochdruckmittel mehr, wenn man ordentlich atmet. Klar, das wollen viele Wissenschaftler wahrscheinlich nicht hören, aber da gibt es tausende Studien da draußen, die da alle schon auf dem Weg sind. Hey, das ist real. Ich habe den Eindruck, viele Leute mit eher so einem vielleicht wissenschaftlichen, vielleicht auch akademischen Hintergrund oder die einfach Lust haben, Dinge zu verstehen, kann man ganz viel erklären über Physiologie, über Neurowissenschaften. Mega spannendes Thema. Und sich praktisch diesem mystischen Thema von beiden Seiten zu nähern, ist der Hammer. Und deswegen liebe ich diese Arbeit mit Gruppen zusammen oder auch Einzelsessions, was auch ganz, ganz kraftvoll ist, weil die meisten Menschen sind es überhaupt nicht gewohnt, die konzentrierte Aufmerksamkeit auf sich zu haben. Und das habe ich bei mir am Anfang auch gemerkt, wo ich dachte, oh, darf ich das jetzt, dass sich irgendwie nur jemand auf mich fokussiert? Das war echt, wow, echt kraftvoll. Ja, und wir haben das auch schon zusammenführen können, weil ich habe das letzte Jahr, also als ich auch mit der Trennung so zu tun hatte, ich habe mich auch viel mit mir selber beschäftigt, habe eine Coaching-Ausbildung gemacht und habe gemerkt, ich möchte auch mehr mit Menschen arbeiten und ich möchte Menschen zu sich selber zurückführen, ähnlich wie ich mich halt auch mehr in mir zu Hause fühlen möchte und besinnen möchte auf das, was wirklich wichtig ist im Leben. Ja, und du hast vor 2 Jahren, ich weiß noch, in dem Video gesagt, wir wollen in den Heilungsraum gestalten. Und ich war da so, das ist so ein komisches Wort und was bedeutet das? Jetzt hat die das rausgehauen. Und jetzt fühle ich mich wie, Amen, ich bin da. Wow. Es ist so. So, ich kam aus Portugal, ich war ein halbes Jahr in Portugal, habe auch ganz viel gelernt, dazu vielleicht dann auch noch was. Und dann haben wir uns hier wieder getroffen und mit mehreren Menschen zusammen so Gruppen-Retreats angeboten und haben eingeladen, einfach so, hey Leute, ein Wochenende in der Natur und mal zu sich selber kommen mit verschiedenen Übungen, mit verschiedenen Workshops. Jeder konnte sich einbringen, Zeremonien, Musik. So, ja, meine Frage ist immer, was erfüllt meine Seele in der Tiefe? Manchmal brauchen die Leute, die hier rauskommen, ein paar Stunden, manchmal auch einen Tag, bis sie hier wirklich ankommen in der Ruhe, um dann auch die eigenen Gedanken zu registrieren und zu gucken, boah, oh wow, was mache ich mit so viel Nichts? Mit so viel Stille, ja. Und dann hier immer wieder einladen, um diese Nervensysteme zu regenerieren. Und da gibt es so viele schöne Möglichkeiten. Und da, ich habe jeden Tag das Gefühl, ich stehe ganz am Anfang und lerne noch so viel über mich selber, über meine alten Muster. Aber da stolper ich auch oft drüber und denke mir so, bist du schon wieder da? Hast du schon wieder aus irgendeiner Angst reagiert? Nee. Neu. Immer wieder was Neues erfinden. Ja, wow. Cool. Wir springen jetzt einfach so ein bisschen. Wir springen ein bisschen hin und her. Das war wirklich ganz besonders im Sommer. Ja, danke, dass du es sagst. Echt wow, was sich alles so entwickelt hat. Also die 2 Retreats, die auf unserem Grundstück angeboten wurden, waren wirklich so besonders. Das hat sich fast schon so angefühlt wie so eine Familie. Also ich war wirklich beeindruckt, irgendwie was für ein Level an Kommunikation, an Ehrlichkeit, an Authentizität dort präsent war bei jedem. Wow, einfach zu merken, man kann so sehr man selbst sein in einer Gruppe und wird gehört und irgendwie alles darf sein. Das war echt wow, besonders. Ja. Und das ist eine Sache, die ich so sehr an dir schätze, dass du einfach so Räume so unglaublich gut gestalten kannst. Also es ist, und so gut darin bist, so Dinge zu initiieren. Und war auch echt ganz besonders, uns nochmal so neu zu begegnen, weil wir beide haben uns wirklich weiterentwickelt in der Zeit. Du hast ein bisschen mehr, aber ich habe eigentlich
kaum was gepostet oder so, wo ich so viel wo ich so viele Instagram-würdige Momente erlebt habe, habe ich gemerkt, ich möchte das einfach jetzt mal nur für mich erleben in der Tiefe und diese Dinge, die ich alle lerne, erstmal wirklich, wie sagt man denn, to embody, zu integrieren, genau. Dass ich die wirklich, dass ich sie wirklich dann so verkörpere, dass sie zu meinem neuen Selbst werden. Und oh, das tat irgendwie echt gut. Und das ist für mich ganz wichtig, das richtige, reale Leben immer an erster Stelle zu stellen. Ja. Das ist irgendwie so cool, dass du die Coaching-Ausbildung gemacht hattest bei Veit Lindau. Mhm. Echt einem unglaublich authentischen Menschen. Wow. Empfehlenswert. Das ist echt gut. Und auch ich habe meine Herzensausbildung in der Zeit in Ägypten gemacht. Und zwar ist das eine Technik, die heißt Theta Healing. Es geht so ein bisschen Richtung Hypnotherapie, wo man in der Tiefe bestimmte Glaubenssätze auflösen, austauschen kann. Und ich habe im Endeffekt mich darin ausbilden lassen, was mir selber so viel geholfen hat. Einfach, es ist nicht mehr notwendig, so viel Drama in seinem Leben zu haben, selber zu kreieren, sondern kann, wenn immer was kommt, kann man sich das anschauen durch eine bestimmte Technik, und das ist einfach so heilsam, weil man es wieder, eigentlich ist es, führt alles so Richtung Frieden. Also Frieden, Freiheit meinte ich, ja. Aber eigentlich beides. Freiheit von dem, was man eigentlich gar nicht mehr ist oder gar noch nie war, aber es irgendwie zu sich angeeignet hatte, und ja, sich zu befreien von Dingen, die nicht mehr dienlich sind. Der Vergangenheit zum Beispiel. Hm. So viele Menschen leiden an der Vergangenheit, ich zähle mich auch darunter, während die Vergangenheit ja nicht mehr da ist. So, das ist unglaublich, bis ich das mal gecheckt habe. Mein Kopf vergleicht das jetzt immer mit dem Früher, und das lässt mich leiden. Der Gedanke, dass früher war es besser, unsere Beziehung war da und da so schön, warum ist es das jetzt nicht mehr? Und dann hing ich da so in Gedankenschleifen rum, manchmal tagelang. Und ich habe, das ist das, was ich am tiefsten so erfahren habe, die Schuld nicht mehr beim anderen zu suchen. So, du hast jetzt gerade das Drama angesprochen, weil unsere Beziehung war ein stetiges Auf und Ab und wir haben uns selber viel Drama kreiert. Weil du von deinen Eltern gelernt hast, wie Beziehung aussieht, weil ich von meinen Eltern gelernt habe, wie Beziehung aussieht. Und das sind aber zwei komplett verschiedene Sachen. Und dann haben diese zwei liebevollen Menschen die ganze Zeit aneinander vorbeigearbeitet, ohne wirklich die Verbindung in der Tiefe, wirklich täglich zu wertschätzen, sondern ich habe ganz viel auf dich projiziert und habe gemerkt, du bist schuld daran, dass ich nicht glücklich bin. Ja, super. Und ich weiß, die meisten kennen das so, man sucht gerne mal schnell mal die Schuld beim Arbeitskollegen, beim Partner, beim Chef, beim Finanzsystem, bei den Politikern, bei was auch immer. Guck dir die Zeitungen an, der andere ist immer schuld, hat alles nichts mit einem selber zu tun. Und darauf ist unsere gesamte Kommunikation, unser gesamtes System aufgebaut, während das unheimlich Energie frisst, weil dadurch verändert man sich selber nicht. Es bildet sich Frust und Groll, ganz viel unterdrückte Wut. Wir haben das halt alle nicht gelernt, wie man, oder es gibt kaum jemand, der eine richtig bewusste, lebendige, ehrlich, authentische, tiefe Beziehung vorlebt. Das war für mich auf jeden Fall dann auch wie so ein Portal, das aufging, wo ich dachte, was ist überhaupt Liebe? Und wie funktioniert das jemals eine Beziehung, die tagtäglich Freude ist, wo Wünsche wirklich yes, ich lebe mein Traumleben mit demjenigen zusammen. Oder lass das vielleicht nicht sagen, weil ich möchte gerne nicht, dass jetzt unsere vorige Beziehung, die wir geführt haben, irgendwie so negativ darstellt, darüber kommt, weil so war es eigentlich nicht. Weißt du, wie ich meine? Das sehe ich jetzt nicht so. Ach so, okay. Weil das Drama haben wir uns kreiert. Ja. Und natürlich haben wir die tiefe Liebe füreinander gespürt, aber das Drama war halt die Oberfläche. Okay, ja. Als ich das dann gemerkt hatte, dass ich mich außerhalb der Beziehung erfahren möchte und wissen möchte, wer ich tatsächlich bin, einfach ohne irgendein Konstrukt drumherum. Wow, das war
einer der heftigsten Momente bis jetzt überhaupt für mich, weil es sich so gefühlt hat, wie ich folge einfach meinem Bauchgefühl, was wieder keinerlei Sinn ergeben hat. Uns hat einfach so viel verbunden, auch äußerlich, also durch das Grundstück, durch die Filme. Wir haben praktisch zusammen gearbeitet. Wir haben uns ein Leben aufgebaut, was so ineinander verstrickt war. Und ich wusste, dass wenn das hier jetzt in eine andere Richtung läuft, dann bricht das alles weg. Und das war so, wow, das war so heftig. Also da bin ich echt auch einer so unendlich tiefen Angst begegnet. Es war wirklich so, als würde ich ins Nichts springen. Einfach wirklich der Sprung ins Nichts und es war krass. Und ja, diese Momente gibt es einfach immer mal wieder. Mittlerweile kenne ich die. Und das sind meistens so Dinge, wo man danach das Gefühl hat, man tritt in so eine Sphäre von höherer Ordnung an. Mhm. Kann man das so sagen? Mhm. Also es ist irgendwie so ein Ableveln von dem, was gerade eigentlich noch mehr in, wie sagt man, in Alignment, so im Gleichklang vielleicht ist, was noch besser zu einem passt, ja, zu der neuen Version, die man dann ist. Ich weiß nicht, ich hab das Gefühl, ich entwickle mich so schnell durch die verschiedenen Themen durch, dass ich es sogar an mir selber merke, also an den Menschen an mir drumherum, die mittlerweile so in meinem Leben sind, die einfach so Lust haben und in sich so einen Drang und ein Feuer fühlen, irgendwie das ein Thema, das nächste, und das ist irgendwie, man hat echt das Gefühl, es ist so Evolution, bewusste Evolution des Bewusstseins und bewusste Evolution. So, ich möchte dieses Leid, was ich früher gelebt habe, nicht mehr erleben. Wie komme ich daraus? Was kann ich dafür tun? Mhm. Wer bin ich? Egal, wenn die Welt da draußen zusammenbricht, wenn der Euro teurer oder billiger wird, was hat denn das mit mir zu tun? Wer bin ich in turbulenten Zeiten? Lass ich mich da anstecken und mitreißen oder bleibe ich bei mir und sage, okay, ich gebe jeden Tag mein Bestes in Frieden und in Ruhe? Weil mein Papa hat immer gesagt, in der Ruhe liegt die Kraft. Also muss ich meine Ruhe finden. Und ich kann nicht warten, bis da draußen endlich mal jemand Ruhe gibt. So, wann war jemals Frieden? So, da draußen war immer irgendwo Stress und oft haben wir es einfach bloß ausgelagert auf andere Nationen. Und wir haben ganz viel in Wohlstand gelebt. Wer weiß, wie es in Zukunft aussieht. Dieses Leben ist ein absolutes Geschenk. Das habe ich früher auch selber nicht so gesehen. So, okay, ich bin hier reingeboren, jetzt muss ich kämpfen. Ich weiß überhaupt nicht, so, was will ich hier, was mache ich hier? Bis ich dann rausgefunden habe, woher dieser Kampf kommt und dass ich das gelernt habe. Und mein Leben ist einfach viel friedlicher geworden. Auch durch die Trennung, weil ich bin durch die Trennung meinem allertiefsten Schmerz begegnet. Und ich hatte schon mal eine Trennung und ich merke so, da bin ich drüber gegangen über den Schmerz. Da habe ich weiter am Bus gebaut, da habe ich auch ganz viel Cannabis geraucht und habe gemerkt, so, ja, das geht schon, das passt schon, ich gucke jetzt weg und dann mache ich schon mein Ding. Und dann haben wir uns kennengelernt und das war auch richtig schön und heilsam, bis mir aufgefallen ist, Mist, ich erlebe dasselbe, was ich früher in meiner ersten Beziehung erlebt habe, erlebe ich jetzt nochmal. Und das war dann so ein Abwärtsstrudel, da zu merken, okay, jetzt kann ich nicht mehr weggucken. Da ist irgendwas in mir, was genau dieses Leben macht, was genau dieses Leben produziert. Und warum komme ich immer wieder an denselben Punkt? Und da war es wirklich, als würde mein Herz aufgerissen werden, so der tiefste Schmerz, sogar wirklich ein körperlicher Schmerz. Nicht bloß ein Leid und ich denke drüber nach, sondern wirklich, als würde meine Brust geöffnet werden. Und das war gleichzeitig wie so eine Initiierung. Seitdem fühlt sich mein Herzraum, mein Körper, ich fühle meinen Körper. Früher habe ich meine Gedanken gefühlt, aber der Rest war nicht so wirklich da. Da ging wie so ein Tor auf, also ich glaube auch an ein kollektives Bewusstsein, so, dass alles miteinander verbunden ist. Und ich habe diesen Schmerz gespürt und habe das zugelassen. Also ich habe wirklich innerlich gesagt, okay, ja, ich nehme das an. Und auf einmal bin ich durch die Vergangenheit gereist in meinem Unterbewusstsein und habe alles gesehen, was ich dir angetan habe. Also diesen ganzen, überall, wo ich falsch abgebogen bin, überall, wo ich hätte wählen können zwischen, okay, ich gebe mein Recht haben hin, okay, ich lasse jetzt los. Immer, wo ich dann wie so ein kleines, trotziges Kind reagiert habe, immer, wo ich gemerkt habe, boah, du bist dran schuld. Ich habe tausende Bilder gesehen und dann gemerkt, so scheiße, ich habe mich an diesen Punkt gebracht. Das hat gar nichts mit dir zu tun. Du
du bist in deine Freiheit gegangen, damit ich auch meine Freiheit finden kann und wirklich bei mir suche und das dann das auch vergeben darf. Also bei mir war Vergebung ein ganz großer Punkt, weil ich habe mich monatelang super schlecht gefühlt, weil ich gemerkt habe, Kacke, ich habe richtig Scheiße gebaut und es tut mir selber weh, das hat dir weh getan. Trotzdem zu spüren, ich konnte nichts dafür, weil ich bin meiner besten Version gefolgt. Ich habe aus den Momenten heraus gehandelt, weil es sich so richtig angefühlt hat. Also muss ich mich von der heutigen Sicht dafür nicht verurteilen. Wie kann ich mit mir selber in einem Frieden leben, auch wenn ich Fehler mache? Und heute weiß ich, geil, jeder Fehler ist Teil von Wachstum. Ich kann die gar nicht ausschließen. So, ich lerne an den Fehlern, die ich mache und muss mich dafür nicht mehr selber verurteilen, muss mich nicht mehr selber bemitleiden, sondern wenn was passiert, denke ich mir so, ah, wo bist du denn falsch abgebogen? Ah, war wieder ein altes Muster. Ah, okay, da ist noch was irgendwo im Unterbewusstsein, was mich abhält, mein Traumleben zu leben. Und deswegen versuche ich diesem Pfad zu folgen, auch mit meiner neuen Partnerin. Die habe ich in Portugal kennengelernt. Wir haben auch zusammen hier diese Gruppenprozesse auf dem Grundstück durchlebt und ja, wir wollen auch zusammen halt weiter Räume anbieten und jeder hat so Sachen zu geben. Und jetzt merke ich so, cool, jetzt freut mich das richtig, dass ich mit ihr wiederum an ähnliche Punkte komme. Und zu merken so, wir müssen nicht neidisch aufeinander sein, wir müssen nicht eifersüchtig aufeinander sein. Wir wünschen uns das Beste, auch wenn die Beziehungen und die Menschen sich vielleicht drumherum ändern. Und dass wir alle Weggefährten füreinander sind, das ist so befreiend, da nicht mehr so krampfhaft dran festzuhalten. So nach dem Motto, ja, die Beziehung wird an der Langjährigkeit gemessen. Nee, das finde ich gar nicht, sondern an der Tiefe. Mhm. Wie tief begegnet man sich? Ich wollte da noch zwei Sachen, danke, ja, da zwei Sachen zu sagen. Ich finde gerade, wenn man in diesen Momenten ist, wenn man merkt, wow, hier läuft irgendwie gerade was aus dem Ruder oder so, funktioniert schon mal nicht, was du mit Fehlern beschrieben hattest. Bei diesen Situationen finde ich zwei Worte unglaublich kraftvoll. Und das eine Wort ist interesting, dass man einfach sagt, boah, interessant irgendwie, was ist mit dieser Situation? Und das zweite Wort ist Curiosity, dass man einfach neugierig bleibt und es hilft einem dabei, finde ich, nicht so da in diesen Strudel abzurauschen, wo man denkt, oh Gott. Das Leben ist vorbei, ist alles scheiße. Genau sowas. Sondern hält einen irgendwie auf einer anderen Ebene und immer, was soll ich hier lernen? Was soll ich hier lernen? Wenn man irgendwie das Gefühl hat, man checkt es nicht mehr, warum bestimmte Dinge passieren, weil es eben ist immer einfach wieder, immer, ja, oftmals unberechenbar und echt eine komplexe Sache. Und einfach zu gucken, was soll ich hier lernen? Und das macht es so viel einfacher. Und das braucht ein bisschen Übung, aber mit der Zeit ist das so einfach. So, wir sind bis ins hohe Alter vollkommen lernfähig. Das ist also ein Trugschluss, dass ältere Menschen nicht mehr so viel lernen, sondern es gibt Menschen, die mit 60, 70, 80 ihr Leben komplett verändern. Mhm. Einfach weil sie merken, so wow, das Leben ist gerade jetzt, beginnt gerade jetzt. Das ist alles eine Sache von, wie glaube ich in meinem Gehirn, wer ich bin. Und das ist ganz viel Training. Und nur weil es 100 Jahre so war, heißt es nicht, dass es beim 101. Jahr auch so ist. Ja. Ich wollte noch was zu Vera sagen. Und zwar das Wunderschöne ist daran, wirklich einfach zu sehen und sich von Mensch zu Mensch zu begegnen. Also wir verstehen uns auch total gut und es war so schön, einfach sogar gleich was co-zu-kreieren, ein Retreat zusammen zu gestalten und einfach uns in diesen Gemeinsamkeiten zu treffen und von Frau zu Frau. Das war wirklich wunderschön. Und so schön finde ich, wie ihr beide einfach Musik macht. Also das finde ich wirklich unglaublich und das ist so, so berührend und ja, richtig, richtig cool, freut mich total für euch. Danke, das war auch
einer der wichtigsten Punkte für mich, so die Gitarre zu schnappen und meine Gefühle zu verarbeiten, auch in der Zeit, wo du nicht da warst. Ich habe so viel Gitarre gespielt, dass ich endlich auch sage, jetzt hatte ich genug Zeit, jetzt kann ich das so, wie ich es immer spielen wollte. Und jenseits der Worte ist einfach Musik so ein verbindendes Element. Ich hätte nie gedacht, dass ich früher, dass ich in Gruppen so gern Musik mache, so zusammen singen, zusammen verschiedene Instrumente probieren oder einfach nur tönen, trommeln, klopfen, tanzen, lachen. Also einfach auch diese inneren Kinder mal spielen lassen. Jenseits von, das ist mein Ziel, da muss ich hin und dann muss ich hart streben und dann muss ich noch ganz viel lernen, bis ich mich verbessere, sondern ey, wie kann ich loslassen? Wie kann ich Spaß haben an meinem Leben? Wie kann ich spontan bleiben? Mhm. So, das ist, glaube ich, das, was meine, so, was mein inneres Kind so richtig mag. Mhm. So, ich möchte spielen. Mhm. Und dann probiere ich das aus und das aus und das aus und das aus. Ebenso mit dem Bauwagen. Es ist wie so ein Spiel. Nicht wie eine Lotterie, aber ein... Ich leg nochmal was nach. Ja, leg nochmal was nach. Es ist, ich habe hier einen Bauwagen hingestellt, auf dem Grundstück von einem Bauern, und der erlaubt es, aber auch, ich habe jetzt keine rechtliche Sicherheit, aber ich habe auch gerade kein Problem. Es ist einfach schön, da zu sein. Und wenn das Leben sagt, hey, du darfst hier sein, dann bin ich hier. Und wenn das Leben irgendwann sagt, du darfst den Ort wechseln, dann darf ich den Ort wechseln. Das ist eine viel freiere Betrachtungsweise als, oh, es muss alles rechtlich sicher sein. Da beschäftige ich mich halt jahrelang mit irgendwelchen Gesetzestexten, die weit weg von meinem Leben sind. Und das Leben ist Veränderung. Also lasse ich mich darauf ein, wie das Leben es verändern möchte. Und ich bin auch weg von dem Gedanken gekommen, dass ich hier alles kontrollieren kann, weil das hat mich früher sehr angestrengt auch. Das ist mein Plan, da gehe ich hin. Und dann, klar, wie alle in unserer Ellenbogengesellschaft, jeder geht für sein Ziel. Aber was ist denn das, einfach mal da zu sitzen und zu sagen, hey, mal gucken, was das Leben von mir will. So, was bringt mir das Leben, wenn ich einfach mal stehen bleibe? So, es war nicht einfach für mich, einfach auch mal hier zu bleiben. So, in überall anders sind ganz viele tolle Workshops, da sind Partys, da trifft man ganz viele Leute. Nee, was mache ich mit mir selber, wenn ich einfach da bin? Kann ich mit mir glücklich sein? Da war die Gitarre zum Beispiel eine gute Begleiterin. Und der Wald. Ich wollte noch fragen, was du für dich gelernt hast, hier draußen so viele Monate mit dir zu sein. Das ist ja schon echt sehr, sehr besonders. Also erstmal, du meintest ja, du hast dich wirklich dir selbst gestellt, richtig? Also sich mir selber stellen, das war im Endeffekt die härteste Sache, weil in mir haben Teufelchen rumort, da haben Kräfte gegeneinander gearbeitet, die mein Leben einfach sehr schwierig gemacht haben. Und ich habe auch viel mit psychedelischen Substanzen gearbeitet, auch mit Medizinpflanzen, und habe mich in den Wald gesetzt, ohne Sicherungsleine, und habe gemerkt, jetzt muss ich schauen, was dieser Kampf in mir macht. So mein absolutes Vertrauen sagt, hey Martin, du bist immer sicher in diesem Universum, und da drüben steht die Angst, die sagt, oh mein Gott, du brauchst eine Versicherung, wenn hier was schief geht, du brauchst eine rechtliche Absicherung. Und diese zwei Kräfte, wenn du das Leben besteht aus Polarität oder Dualität, Mann, Frau, Licht, Schatten. Zu allem, was passiert, gibt es irgendwo ein Gegenteil. Und wie sieht das denn in mir aus? Und dann zu checken, wow, in mir tobt ein Kampf. Ich bin die ganze Zeit unter Stress. Ich fühle mich wie als in einem Überlebenskampf, und dabei habe ich Geld. Ich habe tolle Freunde. Ich habe eine Beziehung. Ich habe Essen ohne Ende. Ich habe Luxus. Ich kann gehen, wohin ich will. Ich lebe im reichsten Land der Erde. Und mein Körper oder mein System denkt, es ist in einem Überlebenskampf. Und das einfach auszuhalten und das einfach mit einer Bewusstheit anzuschauen, zu sagen, okay, ich gucke da jetzt mal genau hin. Das war eigentlich der Schlüssel für meinen persönlichen, ja, klassischer Begriff, innerer Frieden. Weil ich habe dann irgendwann gemerkt, ich kann nicht warten, bis die Welt perfekt ist. Die Welt wird mir immer Sachen bringen, die mich stressen oder die anstrengend sind. Die Frage ist, wie ich damit umgehe. So. Und innerer Frieden heißt für mich, dass ich akzeptieren kann, was kommt. Das steht auch bei dir im Bus. Ja. Liebe ist
für mich so, alles zu lieben, was ist. Und das ist für viele Menschen schwer zu verstehen. Und für mich ist es manchmal auch schwer zu verstehen, aber alles, was hier draußen ist, ist Teil der Schöpfung. Und Schöpfung ist Liebe. Und alles, was wir ausagieren, selbst Krieg, ist Teil unserer Entwicklungsgeschichte und es ist so, wie es ist. Hm. Ja, und Gewalt kann ich nie mit Gewalt bekämpfen und Gewalt geht in meinen Gedanken los, indem ich Menschen verurteile, indem ich Dinge verurteile, indem ich Situationen verurteile. Nee, so sollte das nicht sein. Nee, das sollte nicht sein. Puh, das ist wie, als wäre mein ganzes System die ganze Zeit in, nee, oh Gott, alles weghalten, was nicht zu mir gehört. Und es war einfach, dann irgendwann innerlich aufzumachen, zu merken, oh fuck, ich bin genauso. Irgendjemand, den ich da draußen verurteile, ich habe das in mir. Der größte Kriegsverbrecher, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe den in mir. So, ich war ganz oft ungerecht zu anderen Menschen. Ich habe meinen Willen durchgesetzt gegen andere Meinungen. Alles, was es da draußen gibt, finde ich auch irgendwo in mir. Und es bringt mir nichts mehr, andere zu verurteilen. Und dann einfach da zu sitzen und zu merken, okay, ich lasse meinen inneren Kampf los. Was kostet mich das zu kämpfen? Das ist eine gute Frage, ja, absolut. Ja. So. Und ich glaube, das war, das habe ich so auch in Ägypten erlebt, in diesem kleinen Ort, was für mich echt, da ging wie so ein Raum auf, wo ich mich einfach, ja, mir selber gestellt habe. Und wie du vorher gemeint hattest, so oft projiziert man was auf jemand anderen oder auf etwas anderes. Und es hatte so eine, auf Englisch sagt man raw, wie sagt man so, reine rohe Qualität, sich so ehrlich mit sich selber zu konfrontieren. Ja. Aber auch auf eine liebevolle Art. Also ja. nicht, ich habe das nochmal so gemerkt, da war auch das Freitauchen so heilsam für mich, weil du kannst das Freediven auf so verschiedene Weisen angehen und entweder du prügelst dich runter in die Tiefe und bist so heftig hart zu dir oder du lernst mit deinem Körper zu kollaborieren und praktisch ein richtig gutes Team zu werden. Und so kann man das einfach mit dem physischen, aber auch mit dem mentalen, emotionalen, spirituellen, wenn man das noch mit reinnehmen möchte, mit diesen Ebenen angehen. Und das finde ich einfach so besonders, immer mehr Dinge von sich zu integrieren und einfach zu lernen, so richtig liebevoll und mit so einem Teamgeist mit sich durch sein Leben selber zu gehen. Ja. Oh ja, innere Teamarbeit, bis ich gecheckt habe, ich bin nicht eine Person. Ich habe da ganz viele Stimmen in mir, die verschiedene Sachen wollen. Fuck, so bin ich eine multiple Persönlichkeit, bin ich schizophren. Bis mir dann aufgefallen ist, ich glaube, das geht allen Menschen so. So auf verschiedene Arten. Der eine Teil will das, der andere Teil will das. Und wir versuchen uns die ganze Zeit festzuschreiben auf eine Person. So, aber ich glaube, ich bin jeden Tag auch ein bisschen neu. Macht es halt bloß für die anderen manchmal schwierig. Das ist genial, wie wir mit den Neurowissenschaften. Neuroplastizität ist ein Wort der Hoffnung. Wir können uns wirklich neu erfinden, jeden Tag. Und das ist so super spannend, finde ich, das eben auch von dieser wissenschaftlichen Seite aus zu betrachten, was wirklich im Gehirn abläuft. Und das ist, man kann sich genau in dieses unendlich wundervolle Traumleben reinentwickeln. Es geht. Und manchmal tritt ich so einen Schritt beiseite und denke, wie krass, was ich jetzt einfach lebe, hätte ich mir nicht im Traum vor Jahren hätte vorstellen können. Und deswegen ist es meine allergrößte Leidenschaft, Räume zu kreieren in Form von Breathwork, Yoga, Coaching, auch durch das Medizinische, in denen Leute wirklich zu sich selbst zurückfinden. Das ist eigentlich wie so ein Erinnern und immer authentischer sie selbst werden. Und das ist einfach der Hammer. Ja, und es erfüllt mich so sehr. Ja. Da haben wir dasselbe Ziel, denselben Weg, wo auch immer uns das hinleitet. Da bin ich super dankbar, dass wir es geschafft haben, dass jeder bei sich selber anfängt zu schauen. Weil ich kenne genügend Beziehungen, die auseinandergegangen sind, wo dann wirklich Krieg herrscht. Ja, wir haben es heute Morgen gesagt, dass sich jetzt unsere Verbindung so friedlich und so vertraut anfühlt. Also einfach so unglaublich bereichernd. Und es ist
Ehrlich gesagt war das auch mein Anspruch immer. Wahrscheinlich auch durch die Trennung meiner Eltern wusste ich, so möchte ich das mal nicht haben mit einem Menschen, mit dem ich so unendlich viel erlebt habe. Und das haben wir wohl. Ich möchte das hinbekommen, mit diesem Menschen, mit dem ich meine kostbare Lebenszeit geteilt habe, einfach eine gute Verbindung zu haben. Ja. Deswegen, ich bin echt richtig, richtig dankbar, so wie es jetzt ist. Ja. Aho. Es war auch ganz spannend, wie wir uns das erste Mal wiedergesehen haben, nach 1,5 Jahren, nach über 1,5 Jahren, oder? Ja. Diesen Sommer. Du kommst aus Portugal wieder und ich bin im Endeffekt nach Deutschland zurückgekommen, um weiter mein Studium zu machen, was dann wieder in Präsenz war. Ich bin aus Ägypten wiedergekommen und ich glaube, ich war einen Tag hier und am nächsten Tag war ich gleich im Kreissaal und habe 2 Geburten miterlebt und war auf der gynäkologischen Station, dann bei den Kindern, dann im OP bei Schwerverletzten, dann konnte ich bei einer Gehirn-OP mitarbeiten, bei einer offenen Herz-OP. Das war alles so symbolisch auch. Oh. Es war so, so, so intensiv. Das war aber auch was ich in mir bewusst in mein Leben eingeladen hatte, weil ich wusste, ich möchte besser werden im Räume halten, im Halten von Intensität, im Menschen begleiten, die durch intensivste Erfahrungen gehen. Zusammenfassend kann ich aber sagen, dass ich durch dieses ganze Medizinische einfach auch so eine Demut erfahre, weil man mit Menschen zusammenarbeitet, die in Ausnahmesituationen sind und das schafft oftmals wieder dieses Raw, dieses Rohe, da geht, also da ist das Leben ganz präsent. Genau, da die Prioritäten werden da wieder verschoben. Also es geht irgendwie, das fühlt sich so echt an oftmals. Ich hatte auch 2 Wochen Hausarztpraktikum und habe im Zuge dessen mit Alkohol-, Heroin- und Crystal-abhängigen Leuten in der Suchtmedizin gearbeitet. Ganz spannend, ganz berührend, die Geschichte der Menschen dahinter zu sehen und dass die Sucht immer eine logische Konsequenz ist von den Erfahrungen, die ein Mensch in dem Leben gemacht hat. Und Gabor Mate, als kurzer Schwenk, ein ganz inspirierender Mensch und Arzt, der meinte, die Frage ist nicht, warum die Sucht, die Frage ist, warum der Schmerz dahinter. Und das ist so ein kurzer Filmtipp vielleicht, obwohl Martin und ich 2 Filme zusammen gemacht haben. Wenn ich einen Film aussuchen würde, von dem ich mir wünschen würde, die ganze Welt würde ihn sehen, auf jeden Fall aber alle Leute, die mit anderen Menschen zu tun haben, also im Endeffekt alle, es ist der Film, der heißt The Wisdom of Trauma. Ein Film über die Arbeit von unter anderem Gabor Mate. Den können wir vielleicht unter dem Video verlinken, auch auf Spendenbasis. Den habe ich schon 3-mal angeschaut, bin deswegen auch nach Berlin gereist im Mai, um ihn zu treffen und auch die Filmemacher. Wow, wow, wow. Einfach so ein anderes Verständnis für das Leben, für Erfahrungen, durch die Menschen gehen. Das war aber so der Schwenk. Auf jeden Fall war ich in der Hausarztpraxis und es war der letzte Tag und ich wusste und wir beide wussten, du kommst in der Zeit wieder zurück. Genau. Ich habe mich echt gefreut, dich zu sehen und gleichzeitig war es schon auch so, wow, wie wird das wohl? So, nach 1,5 Jahren. Nach 1,5 Jahren nicht gesehen, nachdem wir auseinandergegangen sind, in dem Denken, wir sehen uns in 2-3 Wochen wieder. Ja. Das war schon echt heftig. Und ich glaube, wir haben gesagt, wir treffen uns dann auf dem Grundstück. Wir treffen uns irgendwann mal. Ja. Genau. Da war ich auch noch ein kleines bisschen trotzig und dachte, nee, ich renne dir nicht mehr hinterher. Yes. Wichtig. Ich war gerade fertig mit dem Hausarztpraktikum von dem Tag und zwar hatte mich einfach auf so eine Fensterbank daneben gesetzt und erstmal kurz verarbeitet, was gerade so alles passiert war an dem Tag. Und dann kamst du einfach so vorbei. Ja. Das war echt krass, zufällig. Ich kam gerade aus Portugal, wollte einfach bloß ein Falafel essen gehen in meiner Heimatstadt, wollte auch keinen treffen und die erste Person, die ich treffe, ist Theresa. Ja. Das war richtig magisch. Mhm. Das war so besonders orchestriert vom Leben. Wir sind dann zusammen in den Park und haben danach einfach
nur da gesessen und uns erzählt. Es war so genial eingefädelt vom Leben, weil ich glaube, sonst wären so viele Gedanken noch. Das war wieder einfach so reingeschmissen. Ja, anders, so besser kann man es auch gar nicht planen. Ja. Hast du noch Lust, über Portugal zu erzählen? Also wie kam es, dass du dann so lange hier draußen warst und dann, also hier in der Natur, und dann dich entschieden hattest, nach Portugal alleine zu fahren? Ich glaube, du warst auch noch nie alleine davor unterwegs, oder? Nee, ich war noch nie allein unterwegs und ich war 2021 ganz viel Zeit hier draußen oder auf dem Dresdner Wagenplatz und ich habe gemerkt, so okay, ich glaube, ich möchte mal was anderes sehen und der Winter in Deutschland im Bus ist auch recht kalt, weil die Dämmung ist jetzt auch nicht der Hammer. Und dann bin ich einfach losgefahren Richtung Portugal und ins Ungewisse auch rein. Mhm. Und ich hatte einfach so das Jahr über schon so mehrmals das Wort Portugal gehört. Es waren ein paar Freunde, die da auch hinfahren wollten. Und dann irgendwie habe ich gespürt, ja gut, dann nehme ich das einfach als Einladung. Ich fahre da auch hin. Mhm. Und dann habe ich da unten ganz viele Leute kennengelernt und habe auch Gemeinschaftsprojekte besucht und habe immer mehr gemerkt, okay, wow, was interessiert mich eigentlich wirklich? Und das waren halt auch so Thematiken von Gruppen, so Gruppenprozesse, Community-Prozesse, Mediation, habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt und halt auch einfach Musik machen mit Menschen. Mhm. Ja, wie lebt man zusammen auf engstem Raum? Und ich meine, diese Frage stellen sich wahrscheinlich Millionen Studenten oder ich weiß nicht, so viele Leute, die zusammenleben. Und da gibt es so viele kleine Konflikte. Und wenn man die Konflikte nicht bearbeitet, dann wachsen die und dann sammeln sich Frustrationen an, dann schafft man keine Projekte mehr zusammen und auf einmal trennt man sich wieder und will ausziehen, weil, ja nee, das ist doch nicht das Richtige. So, und das hört man ja ganz oft und ich meine, das haben wir in der Beziehung erlebt und so was ist der Knackpunkt dahinter? Wo ist die Kommunikation schiefgegangen? Wo hat man sich falsch verstanden? Wo hat man vielleicht bei dem anderen einen unterbewussten Schmerz ausgelöst oder ein Trauma. Mhm. So, warum reagiert dieser Mensch gegenüber so angespannt? So, warum verteidigt er sein Revier, als würde es um sein Leben gehen? Mhm. Und das fand ich einfach richtig spannend. Und ich glaube, da geht es auch in Zukunft für uns hin, als Gesellschaft, als Menschheit. Ich meine, wir leben in einem System der Vereinzelung. Alle stehen für sich und sind besonders stark. Und ich habe mein Bankkonto und ich habe meine Versicherung und mir geht's. Und im Alter ist man dann einsam und unglücklich. So höre ich es ganz oft. Und ich glaube, da geht es darum, wie leben wir gut zusammen in Gemeinschaft. Da habe ich richtig Lust drauf, da mich noch tiefer reinzuarbeiten und mit Leuten zusammenzuleben und solche Gruppenprozesse anzuschauen und einfach auch lösungsorientiert und projektorientiert zu arbeiten. Und das hat mir vor ein paar Jahren einfach gefehlt, weil ich keine Ahnung davon hatte. Ja? Wie so eine Psychoedukation, wenn man lernt, wie bestimmte Dynamiken sind, ob es jetzt in einer Paarbeziehung ist, in welcher Beziehung auch immer, wenn man sich da lernt, besser auszukennen, ist es so unendlich hilfreich, weil man nicht mehr so bloßgestellt ist oder sich nicht mehr so, sag ich mal, so übermannt fühlt von dieser Intensität, auch was da auf einen zurollt, sondern einfach merkt, okay, das läuft hier gerade ab und wie kann ich das lösen? Ja. Genau, und dann war ich war ein halbes Jahr in Portugal und habe dann aber auch gemerkt, mich zieht es so sehr hier wieder zurück. Ja. Habe dann halt auch Vera kennengelernt und gemerkt, so, okay, wow, lass uns hier zurück und lass uns was Schönes kreieren. Mhm. Wo geht die Reise hin? Mhm. Es bleibt spannend. Mhm. Ja, wirklich ganz besonders. Bei mir war es ähnlich. Ich hatte zwischendrin auch so eine Sehnsucht nach dem Stück Land, nach unserem Grundstück. Das ist echt besonders. Wir hatten uns auch Tage darüber unterhalten, was für ein Zuhausegefühl wir mit diesem Ort hier verknüpfen. Und momentan, jetzt die letzten zwei Monate, in denen ich jetzt wieder auch hier war, wohne ich auch wieder in meinem Bus. Und es war auch sehr besonders zu merken, für mich ist das wie so ein Reset, habe ich das Gefühl. Irgendwie, ich habe gemerkt, sonst hat man manchmal eher die Tendenz zu denken, was habe ich alles nicht, ja? Mhm. Und wenn man im Bus wohnt, finde ich, hast du das Gefühl, es switcht sich in, was habe ich alles? Genial, die Dieselheizung funktioniert. Hammer, ich habe genug Holz, das funktioniert. Wunderbar, ich habe genügend Trinkwasser da. Also alles, was irgendwie funktioniert. Und das ist echt befreiend, also wieder zu merken, plötzlich ist das kein Verlust und so richtig auf die Basis irgendwie
an der Basis zu nehmen. Ich finde das Einfachheit. Sehr befreiend. Einfachheit, ja, genau. Hm. Ja. Was ich mich sonst momentan auch noch beschäftige, ist, ich mache bei einem ganz besonderen Wahlfach mit. Und das ist ein Wahlfach über Suizidalität und Erkennen von Ursachen und die Behandlung von dessen. Und weil mit die größte Ursache für Suizidalität Depressionen sind, finde ich das einfach auch wieder ein so relevantes Thema, auch diesem scheinbaren Tabuthema nicht aus dem Weg zu gehen, sondern sich in der Tiefe damit zu beschäftigen. Und es hat wieder was mit dem Raumhalten zu tun. Wirklich Menschen durch intensivste Erfahrungen zu begleiten, weil wir können davon nicht wegschauen. Und ich finde, das hat sowas Selbstermächtigendes an sich, wenn man auf die Angst zugeht, was du vorher auch gemeint hast. Man geht auf die Angst zu und dadurch, anstatt irgendwie dauernd davor wegzugehen, und dadurch wird die Angst kleiner und fällt dann manchmal so in sich fast schon zusammen. Und es erfüllt mich sehr. Tatsächlich, in ein paar Tagen gebe ich dort auch einen Vortrag über Breathwork und merke, wie neu das in der medizinischen Welt ist. Das ist einfach wie so ein Wow jenseits des Horizontes. Und ich weiß aber, dass es so, so effektiv wäre. Ich hatte sogar überlegt, vielleicht eine Doktorarbeit darüber zu machen. Mach das wenn bitte. Wenn die Leute dafür offen sind. Aber ich habe so Bock, das mehr in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Weil Depressionen heilt man halt nicht mit Antidepressiva oder indem man Trauma oder Symptome unterdrückt, sondern wie kann ich mit meinen eigenen Ressourcen die Lebensfreude wiederherstellen? Und was sind die Sachen, die meine Lebensfreude behindern? Und ganz oft sind es ja Erfahrungen, Erinnerungen oder fehlerhafte Gedanken. So, hallo, ich habe früher geglaubt, ich bin nicht gut genug. Egal, was ich gemacht habe, ich habe immer eine Stimme gehabt, die gesagt, du bist nicht gut genug. Mach weiter, streng dich noch mehr an, du bist nicht gut genug. Und da ging es nicht nur mir so. Ich glaube, da draußen geht es sehr vielen Menschen so. Mhm. Und boah. Also es würde mich sehr freuen, wenn du da noch weiter forschst, weil du kommst ja selber, sag ich mal, aus einem State, wo du selber lange einfach damit zu kämpfen hattest, mit deiner Lebensfreude. Hm. Ja, mit Depression, ja. Yes, also make your mess your message, auf jeden Fall. Ja, bei mir war das echt, boah, ich glaube, das habe ich noch nie öffentlich gesagt. Oh. Ja. Thank you. Ja, aber es ist wichtig. Ja, einfach vor dem Hintergrund meiner eigenen Geschichte, dass ich fast 10 Jahre lang Hand in Hand mit der Depression gegangen bin und die war wesentlich häufiger an meiner Seite als gewünscht und ich kam da einfach nicht raus, bis ich bestimmte Dinge in meinem Leben geändert habe und jetzt sagen kann, dass ich das seit mehreren Jahren einfach nicht mehr habe, diese Zustände. Und deswegen, diese Dinge, die mir da rausgeholfen haben, die gebe ich jetzt weiter und arbeite damit mit Menschen. Und es ist so zutiefst erfüllend. Und es ist nicht notwendig, Depressionen zu haben oder ein Leben zu führen, was einen, von dem man nicht voll und ganz begeistert ist. Wow. Oder? Wow. Yes. Yes. Check. Das ist halt hart zu merken. Scheiße, ich habe mir mein Leid irgendwie selber kreiert. Und ja, da ist vielleicht die Vergangenheit mit Schuld, aber ich habe es in der Hand, da rauszukommen. Mhm. Und Leid ist nichts Natürliches. Es ist zwar da in unserer Gesellschaft, aber man kann sich davon lösen. Und danach ist das Leben sehr viel entspannter und befreiter. Und das wünsche ich unserer gesamten Gesellschaft, weil damit würden sich so viele gesamtgesellschaftliche Probleme lösen. Stell dir mal vor, die Medizin entdeckt, dass Atmung der Schlüssel ist. Was macht dann die Pharmaindustrie? Mhm. So, das heißt nicht, dass das eine gut oder das andere schlecht ist, sondern wie geht das alles zusammen? Und vielleicht haben wir als Menschen viel mehr Ressourcen, als wir selber glauben. Also Wim Hof zum Beispiel ist da so ein Beispiel, mit dem habe ich mich jetzt ein bisschen beschäftigt, mit Atemtechnik und Eisbädern und so weiter. Das sind zwar einzelne Phänomene, und jeder dieser Menschen sagt, Leute, das könnt ihr alle. Das könnt ihr alle. Schafft euch euer Traumleben. Und es gibt da draußen genügend Beispiele, wie es funktioniert. Also zum Beispiel auch Bücher, die mir weitergeholfen haben, waren von Eckhart Tolle, Eine neue Erde oder das Buch Jetzt. Oder Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh. Zu merken so, wow, unsere gesamte Welt ist auf Gedanken aufgebaut.
Ja, falls ihr Lust habt, ich habe darüber auch mal was geschrieben letztes Jahr. Identifiktion heißt es. Wie wir glauben, dass wir das sind, was wir sind. Und was wir damit eigentlich verneinen. So, weil wir sind noch viel, viel, viel mehr, wenn wir das zulassen. Genau, habe ich auch als Hörbuch gemacht. Und wo findet man das? Bei YouTube und auf unserer Website Herr Lehmanns Weltreise. Oder unter diesem Video. Oder unter diesem Video, genau. Ja, cool. Und was ich noch sagen möchte, ich bin das erste Mal seit 4 Jahren an dem Punkt, wo ich merke, ich komme wieder meiner finanziellen Angst nahe. So, wir haben unsere Filme gemacht, die sind auf Spendenbasis. Ich habe ganz viel Geld verdient. Ich habe unglaublich viel Geld verschenkt, weil ich merke, verschenken macht Spaß. Ich muss nichts sparen in dieser Welt. Für was? Also, dass man sich kurz irgendwie absetzen muss. Das ist, ich kenne kaum meine Mutter und du, ihr seid die großzügigsten Menschen, die ich kenne. Also das ist echt, ich finde es so unglaublich, wie viel Geld du verschenkst. Also das ist Menschen, die es gerade brauchen. Das ist also wow. Ja, und jetzt danke, dass du sagst. Es ist für mich was ganz Natürliches. Und zu merken, alles, was ich nach außen gebe, kommt irgendwie zurück. Mhm. Irgendwie, auf irgendeine Form. In irgendeiner Form. Und ja, alles, was ich gebe, gebe ich im Endeffekt mir selber. Mhm. Und wenn ich was zurückhalte, dann halte ich auch mich selber zurück. Und dann beschenkt mich das Leben auch nicht so. Mhm. Also schenke ich lieber das, was ich habe. Und das Leben gibt mir schon das zurück, was ich brauche. Und jetzt bin ich das erste Mal seit 4 Jahren an dem Punkt, wo ich merke, wow, ich habe weniger als 1.000 Euro auf dem Konto. Huch, Krankenversicherung ist teuer. Und merke so, wow, jetzt ist mein Vertrauen wirklich gefragt. Ist noch genügend davon da in mir selbst? Habe ich das Vertrauen, dass das Leben mir genug zurückgibt für das, was ich gebe? Wer noch was übrig hat zum Unterstützen, ich bin gern bereit, was anzunehmen. Mein Konto ist gerade leer. Ich bin da im Vertrauen. Wir werden auch wieder weiter Filme machen. Und für mich ist einfach so ein inneres Thema, dieses Geld von Arbeit zu trennen. Geld ist eine Form von Liebe, die kommt und geht, man kann die weiter... Aber das hat mit Arbeit gar nicht so viel zu tun, merke ich. Und Arbeit kann auch wirklich was sein, was richtig Spaß macht, was mich von Herzen erfüllt. Und nicht irgendwas, was anstrengend ist, um dann als Ausgleich Geld zu bekommen. Aber so ist unsere Gesellschaft halt aufgebaut. Und wenn ich weiterhin solche Räume anbieten kann oder darf, oder auch mir Zeit nehme zum Bücherschreiben oder zum Filme machen, ja, brauche ich trotzdem irgendwo ein bisschen Geld zum Leben. Und das ist gerade nicht viel. Aber ich vertraue drauf, dass das irgendwie zu mir kommt. Und ja, wer weiß. Juhu! Hallo! Hallo, Herr Mitbewohner! Tada! Jo, hi Robert. Hallo, ich grüße euch. Robert ist seit fast einem halben Jahr jetzt irgendwie hier bei mir, bei uns. Und das ist so magisch, wie du hier hingekommen bist. Also ich begreife mein Leben immer mehr als Wunder, was ich nicht wirklich steuern kann. Und doch kann ich irgendwo so manchmal mir was wünschen. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Denn ich bin im... Wir haben schon erzählt, wir haben uns wieder getroffen im Juli in Dresden, so ganz zufällig. Und 3 Tage später war ich hier auf dem Grundstück. Und dann habe ich mir das angeschaut, was will ich dieses Jahr alles machen? Und ich mache das immer so, ich setze mir Kopfhörer auf, ich tanze. Und dann mache ich Musik und dann lasse ich mein Tagesbewusstsein, so dieses ganze Denken, 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 das stelle ich ein bisschen an den Rand und versuche mich frei zu machen. Und dann habe ich mir einen Stift genommen und habe angefangen, Sachen zu malen und getanzt und gelacht. Und dann irgendwann so, wow, okay, ich will Bäume pflanzen, ich will das Bungalow umbauen, ich möchte nicht mehr alleine sein. Ich glaube, ich hätte gern Menschen hier, mit denen ich was zusammen machen kann. Und ja, ich glaube, ich möchte auch irgendwie so meine Coaching-Arbeit unterstützen und ich möchte gern so heilend für die Welt tätig sein und mal gucken, was dieses Jahr alles passiert. So, und das habe ich auf den Zettel geschrieben. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe eine Instagram-Nachricht oder eine Facebook-Nachricht. Nee, Quatsch, es war eine E-Mail. Eine E-Mail. Und da hast du geschrieben. Ja, total abgefahren. Ne? Richtig abgefahren. Und dann? Oder was stand da in der E-Mail drin? Da stand so ungefähr drin, hey, ich heiße Robert, habe gehört, du hast ein Grundstück in irgendeiner Natur, ich weiß nicht wo, irgendwo Südbrandenburg, ich bin da aufgewachsen. Ja, und dann habe ich das gesagt
Das habe ich jetzt zurückgeschrieben. Und dann hast du mir zurückgeschrieben. Und dann so, wow, genau da, wo ich aufgewachsen bin. Mhm. Und das war so, wow, was, da, wo ich aufgewachsen bin? Das kann doch gar nicht sein, wo soll denn das sein? Mhm. Und für mich war es wichtig so, okay, ich will keine irgendwie Verantwortung so. Ich möchte gerne mein freies Leben haben, aber ich hätte gerne jemanden, der irgendwie Bock hat, was mitzumachen, wenn er Bock hat. So, und du hast mir geschrieben, hast gesagt, hey, du hast da gerade einen Wohnwagen, du hast da ein freies Leben, du hast gerade keinen Plan, du guckst mal von Projekt zu Projekt, was so passiert. Und habe ich gesagt, ja, warte mal, ich habe gar kein Projekt, ich bin einfach nur hier. Ich weiß ja auch nicht so richtig, wo es lang geht. Kannst du noch das Geheimnis verraten, warum du wirklich uns angeschrieben hast? Oder eigentlich war es so, wie wir uns getroffen haben, war hier draußen auf den Stufen. Und dann meintest du, du findest es gerade so einen magischen Moment, weil du schon mal von mir geträumt hattest. Ja. Jahre vorher oder so. Und ich dachte, hä? Also meine Reise, so wie ich eure Videos gefunden habe, begann ungefähr vor 6 Jahren. Da war ich nur mit Rucksack unterwegs in Spanien, in Andalusien, auf den Kanaren. Und ich habe mich unglaublich informiert so für das Aussteigerleben und für das Reisen. Mhm. Dann habe ich einfach viel auf YouTube geschaut, mir viele Videos angeschaut. Und ja, irgendwie kam ich dann auch relativ schnell auf eure Videos. Und das hat, okay, mit Auto so unterwegs sein, ja, ganz nett. Bei euch war das echt so eine inspirierende Art, so wie ihr das geschildert habt, was ihr macht. Das fand ich so total herzlich. Und dann war das erstmal so weg gewesen. Und dann, ja, genau, das habe ich dir gesagt, habe ich dann vor 2 Jahren ungefähr, habe ich dann von dir geträumt, richtig intensiv, 2-mal hintereinander. Und auch von Martin, so, er war auch einmal kurz dabei. Und dann habe ich gesagt, wow, das ist der Impuls, das ist so, wow, ich fühle das, da ist irgendwie mehr. Als kurze Zwischeninfo, Robert ist einer der intuitivsten Menschen, die ich kenne. Ich finde das so beeindruckend, wie du im Kontakt zu deiner inneren Stimme bist und wie du deine Navigatorin hast. Das, was ich vorhin mit dieser Herzensstimme beschrieben hatte oder diesem Bauchgefühl. Und dann habe ich wirklich nur gespürt, ich will nach zurück in die alte Heimat, weil ich so oft umgezogen bin. Ich habe jetzt schon in 8 Bundesländern gelebt. Irgendwas, ich will nochmal zu meinen Wurzeln. Weil der eine Tag war so ein ganz starker Impuls. Und dann habe ich den Martin angeschrieben. Wow. Ein paar Tage später warst du da. Ich habe wirklich mein Ding gemacht, so wie immer. Und dann, ach ja, jetzt koche ich mal mit, jetzt mache ich das. Es hat sich so super ergänzt. Dann waren wir zusammen einkaufen, haben dann da Bauarbeiten am Grundstück gemacht. Aber ich war halt komplett bei mir. Und wie du so schön gesagt hast, ich war unabhängig. Mhm. Ich habe einfach mein Ding gemacht. Es hat sich schön angefühlt. Mhm. Und es war auch nicht so dieses wow, jetzt bleibe ich hier, ich mache das einfach, es fühlt sich im Hier und Jetzt, im Moment fühlt sich das richtig schön an. Mhm. Ja. Und ich hatte überhaupt keine Gedanken von der Zukunft. Ja. Und ich habe einfach alles genossen, gemeinsam in der Außenküche und auf dem Grundstück zu sein und wow. Ja, und ich habe dieses Jahr überhaupt eigentlich nichts gefilmt, aber ein was habe ich gefilmt. Wir haben beide so unser Permakulturinteresse hoch und runter diskutiert und gequatscht. So einfach, wie können wir in einem Kreislauf leben? Was braucht der Boden? Was brauchen wir? Ich meine, wir haben da unten eine Apfelobstwiese, die ganz langsam wächst, weil der Boden halt sehr trocken und sehr sandig ist. Und diesen Sommer hat es so wenig geregnet. Und da kam bei uns so die Frage auf, hey, so, okay, wie können wir den Boden verbessern? Also neben diesen ganzen inneren Thematiken, wie laufen Gemeinschaftsprozesse, wie funktioniere ich selber, möchte ich auch irgendwie was zurückgeben. Und da haben wir uns echt gut ergänzt. Und du hast was eingebracht, was wir denn zusammen machen können. Ich habe viele Sachen einfach drauf losgelegt. Das war also mit dem Grundstück einfach zu machen, worüber ich mich die letzten Jahre unglaublich informiert habe. Mhm. Ich habe selber mir Gedanken gemacht, wie kann man wirklich langfristig Kreisläufe schließen und wirklich mit den Materialien, die man überall hat, egal wo man wohnt, das Land wieder aufzubauen oder den Boden zu verbessern. Mhm. Das war wie so ein Brennpunkt hier. Das hat alles gepasst. Martin hat so viel Bescheid gewusst und so viel Interesse gezeigt. Mhm. Und ich habe das jahrelang mich damit beschäftigt und konnte mich dann austoben. Mhm. Und ein Kern war halt wirklich dann die Terra Preta-Herstellung,
also mit der Aktivkohle. Kannst du ganz kurz, also für die Leute, die das nicht wissen, beschreiben, was Terra Preta ist? Oder jetzt nicht, was es in der Theorie ist, sondern was wir gemacht haben? Was wir gemacht haben. Genau, für das Terra Preta haben wir, um die Aktivkohle herzustellen, ein Loch oder eine Grube gegraben. Das war 3 Meter mal 1,6. Und in dem haben wir dann die Biomasse, also Äste, Zweige, Grünschnitt, den die Leute überall loswerden wollen. Ey, das ist unglaublich. Die Leute schaffen das, ihren ganzen Grünschnitt einfach in den Wald. Ja. Und da verrottet er. Und das Problem beim Verrotten ist, der Kohlenstoff verwandelt sich in CO2 und geht in die Atmosphäre. Wir wollen den Kohlenstoff aber drin lassen. Also sozusagen, wir brauchen den ja im Boden und nicht in der Atmosphäre. Und dann kommen wir mit diesem Kon-Tiki, mit dieser Verbrennung, einfach in einer tiefer gelegenen Ebene, wo weniger Sauerstoff rankommt. Weil würde das verrotten, ist ja der Sauerstoff überall in der Luft und der verbindet sich mit dem Kohlenstoff und wird zu CO2. Und wenn wir den unter Sauerstoffabschluss in der Erde, also in diesem Loch, verbrennen bzw. verkohlen, das ist ein Verkohlungsprozess, wird der Kohlenstoff gebunden. Und ganz zum Schluss, wenn diese Grube dann voll mit diesen, ja, mit der Kohle dann ist, haben wir das dann mit Wasser abgelöscht. Einfach weil durch diese Abschreckung springen die Poren auf und es entsteht eine riesige Oberfläche. Und das ist, wie Aktivkohle dann entsteht. Und durch diese Aktivkohle, die brauchen wir für das Terra Preta, einfach, dass sich dann Mikroorganismen ansiedeln. Also zusammenfassend kann man sagen, die Kohle speichert unglaublich viel Wasser, ja, und neutralisiert den pH-Wert. Also wir haben die Kohle dann später einfach mit Pferdemist gemischt, mit ganz viel Wasser angesetzt und mehrere Wochen stehen gelassen. Der Pferdemist wäre ja eigentlich zu sauer, um den direkt an die Beete zu machen, aber mit der Aktivkohle und einem leichten Kompostierprozess hat sich da das Ganze ein bisschen pH-Wert neutralisiert und dann haben wir das an die Bäume gebracht und auf die Wiese gebracht. Das ist so einfach, diese Kohle herzustellen, mhm, und einfach dem Beet beizufügen. Das ist so ein krasser Wasserspeicher, wo manche Leute irgendwie so Tongranulat für richtig viel Geld im Baumarkt kaufen, während sie ihren Grünschnitt wegschaffen, gegen, mhm, und dafür Geld bezahlen. Das ist ganz spannend. Ja, das ist ein bisschen, ja, widerspricht sich, einfach weil wir alles da haben. Und die Kohle, die ist eigentlich unglaublich wichtig. Also man kann sie, wie du gerade sagst, so im Ganzen verwenden. Man kann sie natürlich auch langfristig gesehen zermahlen, bis es ein feines Pulver ist und dann in die Erde einführen. Und das ist unser wichtigster Rohstoff auf diesem Planet und das ist der Humus. Amen. Ja, also wir haben eigentlich da draußen nur Sandboden. Und jetzt haben wir da auch ein bisschen mehr Kohle und ich glaube, über die Jahre werden wir noch einfach mehr davon machen, weil Grünschnitt gibt es genug da draußen und wenn man den sinnvoll verwertet, kann man das einfach der Erde zurückgeben. Ein Freund von mir hat immer gesagt, wir müssen mal auf dem Boden der Tatsachen anfangen. So, ja, und der Boden der Tatsachen ist halt wirklich das, worauf alles wächst und das kann man mit Chemie nicht mehr richten. Ja, und das baut sich dann halt auf. Wenn der Humus oder der Boden gesund ist, dann kommen die Mikroorganismen, dann kommen die Kleinstlebewesen, dann kommen auch die Regenwürmer wieder zurück. Weil ohne den Kohlenstoff ist die Erde nicht nur tot, sie ist halt auch bombenfest. Durch Erosion sind es halt auch dann Mondböden, die wir hier eigentlich... also hier draußen ist Steppenlandschaft, ja, ganz oft. Und das war einfach... Nur sozusagen die Grundlage den Boden geben und der Rest reguliert sich dann über einen gewissen Zeitraum von ganz allein, einfach weil die Flora und Fauna sich wieder zurückbildet. Und im Endeffekt imitieren wir auch nur einen komplett natürlichen Prozess. Ich meine, Waldbrände waren genau das. Ja. Es ist krass, wie wir heutzutage verhindern, dass irgendwie sowas passiert. Mhm. Und früher sind Wälder abgebrannt, dann hat es drauf geregnet und auf einmal hatte der Boden eine Kohlenstruktur. Und dann sind wieder schöne neue Sachen gewachsen. Und so ist Evolution auch direkt in der Natur vonstatten gegangen. Veränderung, dauerhaft. Und ich finde, muss ich sagen, unseren Ansatz gerade so schön. Wir machen das nicht, um etwas zu erreichen, sondern wir gehen, also wir haben jetzt keinen langfristigen Plan, von der Landwirtschaft zu leben und es muss Ertrag bringen, sondern wir haben da eine Experimentierfläche. Und ich glaube, das fasziniert uns beide so sehr. Wir können einfach mal gucken, okay, da machen wir ein bisschen mehr Mist, da machen wir ein bisschen weniger Mist, da mulch ich mal mit Stroh, da mit Heu. Es ist so ein Spielraum,
den ich mir immer gewünscht habe. So, da freut sich mein kleines Kind so, hey cool, ich darf einfach mal probieren. Und dann ist noch der nächste Punkt, wenn man dann von wirklich ganz vielen Menschen hört, dass die unglaublich am Verzweifeln sind, alles super trocken und wissen nicht mehr weiter. Ja, selbst Bauern, die kommen da nicht mehr weiter. Und da kommen wir mit dieser Idee. Und die sind jetzt, mittlerweile sind die Menschen so aufgeschlossen, so verzweifelt eigentlich schon, dass sie sagen, hey, macht einfach mal, dass wir das auch langsam an die Menschen bringen. Ja, wow. Und das finde ich einfach so unfassbar, dass dir, was auch immer, dass das Leben genau dich gesendet hat, wo ihr irgendwie so viele Überschneidungen habt von Interessen. Weil ich meine, muss man erstmal Lust haben, sich mit Terra Preta zu beschäftigen oder Permakultur oder Dinge auszuprobieren, so wie viel ihr zusammen gebastelt habt, ist schon echt bemerkenswert. Also irgendwie ganz schön abgefahren, finde ich. Ja. Wie würdest du mit ein paar Sätzen das beschreiben, so deine letzten Monate hier mit in dieser Natur-WG? So, wusstest du, auf was auf dich zukommt? Hattest du irgendwie eine Erwartung? Oder Erwartung hatte ich überhaupt keine. Das war, sag's mal so, da ich bin immer noch hier, obwohl ich mir am Anfang andere Sachen vorgenommen habe. Und ich würde das beschreiben als die wirklich die intensivste Zeit meines Lebens. Also das kann ich wirklich sagen. Das war unglaublich komprimiert, was wir in wenigen Monaten für Dinge gemacht haben. Und das Äußere mit der... Okay, red einfach. Jetzt ist die Batterie leer. Ich habe ja die volle... weil ich halt über das jetzt reden möchte, wo es vielleicht keine Bilder gibt, ne? Passt. Also, weil primär bin ich nicht wegen den Äußerlichkeiten gekommen oder den in der Landwirtschaft. Das interessiert mich schon, wie die Natur funktioniert, wie man Gemüse anbaut. Aber am schönsten ist es für mich, die inneren Themen, die innere Arbeit anzugehen. Sprich über Gefühle, über Kommunikation, über sich mit Menschen liebevoll zu verbinden, mich selber zu öffnen. Und das war für mich das Wichtigste und das war für mich hier eine Dimension, mit der ich gar nicht hergekommen bin, mit dieser Erwartung, dass ich das hier so ausleben durfte und an mir selber hier unglaublich innerlich wachsen durfte. Ja. Das war eigentlich für mich der Höhepunkt. Ich kann auch kurz die Batterie holen. Ja, ich dachte, wir beenden das jetzt einfach. Also wir beenden das mit diesen geilen Worten. Eins, halt du mal eine. Ey, wir machen das komplett live. Das ist doch einfach dann real. So, ich meine, so ist es halt. Dann bist du auf einmal das. Der dritte Advent. In einem dunklen Bauwagen ohne Strom. Ich finde es einfach so besonders, weil du meintest, es war deine intensivste Zeit deines Lebens und irgendwie ist es so eine Analogie. Bei mir war es auch so, ich bin nach Ägypten, habe überhaupt nichts gedacht, dass ich bleibe da 2 Wochen oder so und alles hat sich entwickelt. Einfach dadurch, wenn man den ersten Schritt geht und dann einfach sich auf Dinge einlässt. Ja, ich habe das tatsächlich auch schon 2-3 Mal in meinem Leben gesagt, wow, das ist jetzt unglaublich intensiv, aber jetzt merke ich, dass ich das schon wieder sage, das einfach weil ich mich noch weiter entwickelt habe und es dann sozusagen noch intensiver wird, weil es noch mehr in die Tiefe geht, noch mehr zu mir selbst, noch mehr, und das sind die Fragen, Wow, das sind die Fragen. Was passiert? Nee, lass mal offen. Nee, ich mach mal so. Ach so, okay. Ja. Wow. Pleiten, Pech und Pannen, oh, hallo, also. Leben. Okay. Okay, Scheiße. Das wird jetzt strange. Puh. Die intensivste Zeit unseres Lebens. Danke. Scheiße. Nee, das ist irgendwie krass, oder? Wenn man über solche Dinge redet und dann wird man unterbrochen. Warum? Weißt du, heiß war das? Nein, warum wird man gerade in dem Moment unterbrochen, wo es eigentlich das Wichtigste
um das Wichtigste überhaupt geht. Weißt du warum? Weil das Wichtigste nicht gesagt werden kann. Es kann nur gefühlt werden. Mhm. Es darf nicht gesagt werden. Also es gibt Sachen. Weil hast du Lust, das nochmal so einen Abschlusssatz? Oder halt nochmal. Ja, es ist halt tatsächlich eine Magie, die ich halt auch nicht mit jedem teilen möchte, fällt mir gerade auf. Also ich bin damals meine Reise gestartet, einfach mit den Fragen, was will ich eigentlich im Leben? Wer bin ich? Was möchte ich eigentlich? Was sind jetzt für Bedürfnisse auf der Strecke geblieben die letzten Jahre? Wie kann ich noch mehr zu mir kommen? Kann ich noch mehr in die Spannung, in die Entspannung? Und ja, das hat hier alles voll gepasst. Also diese Themen wurden hier alle unglaublich tief behandelt. Jeder begegnet seinen Ängsten auf unterschiedliche Art. Und es darf so sein. Danke. Und am schönsten fand ich noch, dass viele singen, Gitarre spielen, das Spazierengehen, das so viel in der Natur sein, die Verbindung zu den Menschen hier, diese unglaubliche Tiefe. Und das ist es. Das ist es. Und das hätte ich nicht durch irgendwas planen, anvisieren können. Das ist wirklich dann, wenn ich im Hier und Jetzt gerade mich einfach öffne und mich voll hingebe. Und ich habe mich hier voll hingegeben. Ja, das Leben ist ja das, was passiert, während man ja eigentlich noch Pläne machte. Yes, so würde ich das auch sagen. Also ich würde auch sagen, mit das Größte, was ich dieses Jahr nochmal in einer ganz anderen Tiefe gelernt habe, ist Vertrauen ins Leben. So sehr Vertrauen in mein Leben. Egal was passiert, dass ich einfach safe bin. Und ja, auch wenn es da für den Verstand gerade noch nicht so aussieht, aber ist auf jeden Fall so. Ja. Ich würde gerne noch was probieren. Mal gucken, ob es funktioniert. Wenn du jemals vergisst, wenn du jemals vergisst, wie stark du bist und wie schön du bist. Wenn du jemals vergisst, wenn du jemals vergisst, wie stark du bist und wie schön du bist. Ja, dann komm zu mir und ich erinnere dich. Ich erinnere dich daran, wie stark du bist. Ja, dann komm zu mir und ich erinnere dich. Ich erinnere dich daran, wie schön du bist. Wenn du jemals vergisst, wenn du jemals vergisst, wie stark du bist und wie schön du bist. Wenn du jemals vergisst, wenn du jemals vergisst, wie stark du bist und wie schön du bist. Ja, dann komm zu mir und ich erinnere dich. Ich erinnere dich daran, wie stark du bist. Ja, dann komm zu mir und ich erinnere dich. Ich erinnere dich daran, wie schön du bist. Aha. Yes, baby. Das wollte ich immer machen. Das schneidest du nicht rein. Das schneide ich rein. Das schneide ich sowas von. Scherben bringen Glück. Ja, das ist so hippie. Ich habe das Lied so oft dieses Jahr gehört und das war das erste Mal, dass ich es mitgesungen habe. Ah, yes! Ja, yes. Mein allererstes Mal. Jetzt! Dafür liebe ich euch.